Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Guild Wars Infos hier auf unserem YouTube-Channel der Gilde Hectors Hämmer Treffen Hart. Mein Name ist wie immer der Christian und wir sind wieder im Bereich Wir spielen Story. Lebendige Staffel 4, Episode 5, Alles oder Nichts. Für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, wir sind in die Nebel gegangen, um Kalkatorik einen Sender anzubringen, damit wir voraussehen können, wo Kalkatorik als nächstes aufkreuzt, da er momentan die Nebel benutzt, um einfach zu erscheinen, wie er Bock hat. Da hat sich leider der große Bruder von Gorek, der Blish, geopfert, weil die Technik nicht so funktionierte, wie sich Blish das gedacht hat. Dementsprechend mussten wir ihn leider zurücklassen. Wir hoffen, dass wir damit Aween beruhigen können, da sie in ihren Versionen das Gefühl hat, dass sie Kalkatorik nicht besiegen kann. Wir davon ausgehen mit dem Sender, dass wir das hinbekommen. Dementsprechend schauen wir mal, was jetzt in dieser Episode passiert. Denkt dran, es ist eine Twitch-Aufnahme, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Chronik. Wir wollen jetzt in Alles oder Nichts. Ja, die geile Welt gegen Welt-Beta, die nicht funktioniert. Die sie wieder rausgenommen haben, weil das Zuteil nicht funktioniert hat. Finde ich auch. Aber das sind Beta-Tests, dafür ist das da. Schön, dass es gleich am ersten Tag, gleich am Reset nicht geklappt hat, so wie es soll. Finde ich genial. Aber dafür war der Kram ja da. So, also alles oder nichts. Bin's. Irgendwas von Aurene gehört? Nein, noch nicht. Aber seid unbesorgt. Manchmal zieht sie alleine los, wenn sie Kummer hat. Hat sie immer getan. Und sie kommt immer zurück. Aber wegen unserer Unterhaltung in der Sonnenzuflucht habe ich was Neues. Die Sache mit den Zwergen verfolge ich weiter. Immer noch überzeugt, sie wüssten etwas über das Vermächtnis Glints? Mehr denn je. Ich habe sogar Otten persönlich gefragt. Aber wie es scheint, ist die Abtei nicht scharf darauf, dass sich eine Person bei ihnen rumtreibt, die als Diebin bekannt ist. Ihr scheint doch ziemlich rehabilitiert zu sein. Vielleicht wäre ihnen ja wohler, wenn ihr mit einer Betreuerin erscheint. Eine Betreuerin, lol. Das finde ich gut. Abtei, du Mann. Erstmal wieder über die halbe Karte porten hier. Glück, dass es Wegmachen gibt. Und wir genug Kohle haben, Wegmachen zu benutzen. Dafür müssen die ganzen Mist laufen. Dann wundert es mich nicht, warum das ganze Kram immer Monate dauert, wenn du überlegst, du müsstest den ganzen Weg laufen bis zum nächsten Hafen. In der zur Geburtstagsvorstellung hat Arnett mal wieder reingeschrieben, wie sich Quadratmeter-Kilometer-mäßig das erweitert hat durch Ilona und sowas. Die komplett Quadratmeterzahl würde mich ja interessieren. Ja, schon krass, weil das kriegst du eigentlich so gefühlt gar nicht mit. Ich habe übrigens die DirectX 11 Beta wieder ausgestellt, weil ich habe in der DirectX 11 Beta gerade in Donnerkopf extremst den Bug in der Höhle mit Farben, Lichttexturen, Texturen nicht reingezogen, alles ist bunt und sowas und auch in der Story. Das ist natürlich für das Video schlecht. Deswegen habe ich die hierfür wieder ausgestellt. Es ist natürlich eine Beta, das ist klar. Und ich hatte diesen Lichtkram schon mal vor Jahren. Also das kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr, wie das gelöst wurde. Wahrscheinlich durch einen Nvidia-Patch, ja. Aber meiner ist aktuell jetzt. Ich habe das auch gemeldet, dass ich das habe. Bisher ist es mir nur in der Karte aufgefallen. Im Forum habe ich schon gelesen, dass das einer schon auf mehreren Karten hat. Aber wie gesagt, dafür ist es ja Beta. Wichtig ist, dass es gemeldet wird. Deswegen habe ich das hier ausgemacht, damit mir hier nicht irgendwelche Grafikprobleme entstehen.
Unser Offi Julia zum Beispiel, meine Freundin, hat das Problem, dass ihr gerade regelmäßig mit seit dem DirectX 11 der PC abschmiert. Also das Spiel abschmiert mit der typischen Fehlermeldung. Kommandeur, einen Moment. Ich muss euch etwas sagen, ehe wir hineingehen. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe so viel Zeit damit verbracht, das Ei zu beschützen. Habe Orin als Junges bewacht in Taria. Ihr habt sie aufgezogen. Aber dann hatte sie euch und ich hatte das Gefühl, sie bräuchte mich nicht mehr. Also entfernte ich mich. Kaith. Nein, lasst mich das sagen. Das, was kommt, ist gefährlich. Orin hat schreckliche Angst. Ich kann das spüren. Sie wird uns brauchen. Uns beide. Dann ist es gut, dass wir beide hier sind. Kommt schon. Lasst uns jetzt mit Odwin sprechen. Ja, sie hat eine andere... Also sie hat anders die Bindung aufgebaut zu Orin. Ohne diese Kopplung, die wir haben. Das sind alle drei Zeichen. Ich bekomme Besuch. Hallo Odwin, du Sack. Odwin, wie schön euch zu... Höchste Zeit, dass ihr auftaucht. Wir gehen zur Feste Donnerkopf. Ach ja? Zur Drachenblutschmiede Glintz. Wie sollen wir Kalkatorik sonst töten? Mit einem neuen Drachenblutspeer. Ihr habt den ersten verloren? Nicht jetzt. Damit Orin den Kristalldrachen vernichten kann, müssen Nachkommen und Champion sich erst einmal beweisen. In den Nebeln gibt es eine geschützte Erweiterung von Glintz Höhle. Eine Zuflucht für ihre Nachkommen. Dort könnt ihr euch ihren Prüfungen stellen. Oh, wie schön. Noch mehr Prüfungen. Warum habt ihr davon früher nichts gesagt? Wir haben auf die Zeichen gewartet. Das Schlüpfen von Glints Ei, den Tod des Lichts und der Sand in Glints Sanduhr hat zu leuchten begonnen. Ihre Nachkommen ist bereits in der Zuflucht. Geht zu Orin. Schließt die Prüfungen ab. Ich verbreite die Nachricht und treffe euch mit dem Pakt in der Feste Donnerkopf. Das Zeichen des Lichts. So, hier ist jetzt so ein... So ein ganz minimaler beschissener Hinweis da drauf, von wegen, dass nach, also, das ist doch sowas von gerade so, dieser i-Tüpfelchen in diesem schnuckligen Brunnen, dass doch der Plan schon war, den Licht irgendwie, also die Macht des Lichts zu kommen, Jokos Macht. Das heißt also, Glint muss ja schon bewusst gewesen sein, was Joko für eine Magie hat, für eine Leylinienmagie. Gut, da sie den Kreislauf und die Magiesphären und bla kennt, ist das ja nicht ganz falsch. Die Frage bleibt weiterhin, war es jetzt wirklich Zufall, dass Auin sie gefressen hat, oder wusste es wiederum Auin, dass sie ihn fressen muss? Wir wissen ja auch nicht, was Auin, guck mal, er sagt jetzt ein geschützter Bereich in den Nebeln. Auin kann aber erst seit Balthasars Magie in die Nebel. Da gibt es aber natürlich auch Sinn, warum die Höhle, in die wir jetzt gleich gehen, nicht gebrandmarkt ist, so wie beim letzten Mal. Ja, weil es jetzt die Nebelverspiegelung ist. Komisch ist nur, dass Glint dort im Endeffekt tot liegt, also ihr Körper tot liegt. Aber ihr Geist durch die Nebel wandern. Na gut, das sind Nebel, die versteht sowieso keiner. Deswegen frage ich mich ja, ob die Altdrachen ja auch in die Nebel kommen oder nicht. Obwohl wahrscheinlich. Ja gut, wir haben ihm die Magie genommen. Glint konnte ja nur in die Nebeln, denke ich mal, weil wir sie abgekopselt haben. Fragt sich, ob die anderen Drachen überhaupt dadurch die Chance haben, in dieses Nebeltotenreich zu gehen. Wäre aber eine interessante Frage, aber definitiv sind sie ihrer Macht beraubt. Da ist doch so ein offenes Buch. Wo kommen eigentlich die Altdrachen hin, wenn sie sterben? Oder werden sie frei, Reich der Verlorenen weggesperrt? Sind das die Überreste Glints? Naja, der Draht verpufft sich ja meistens dann.
Ah. Aureen, wir haben nicht viel drüber nachgedacht, wie du das alles sehen könntest, nicht wahr? Das Vermächtnis hat deine Mutter getötet, auch dein Bruder. Und die Vision von deinem eigenen Tod. Aber eins weiß ich sicher. Glint würde nie sagen, dass du das tun sollst, wenn es keine Hoffnung gäbe. Du bist nicht allein. Wir sind alle bei dir. Du musst das nicht alleine schultern. Nun, wenn ihr dann beide soweit seid. Glint ist krass, Glint ist noch hier richtig kristallisiert. Geht vor, ich werde auf euch warten. Schön. Wieder mal bleibt sie zurück. Willkommen, Nachkommen und Champion. Wenn ihr hier seid, steht die Konfrontation mit Kralkatorik kurz bevor. Hoffnung kann kraftvoll sein, aber auch gefährlich. Ihr müsst beweisen, dass ihr gemeinsam zuschlagen könnt. Eine bessere Welt wartet darauf, geboren zu werden. Meine Anhänger und ich haben die Resonanzkristalle entwickelt, die den Drachenblutspeer möglich gemacht haben. Die Kristalle zu erschaffen, den Speer zu schmieden, all das erforderte die Kanalisierung kraftvoller Magie. Deswegen haben die einen auf ihre komischen Sprung- und Dingssplitter, die Sephiriten. Ich bin fast gestorben. Hallo, James. Gut. Kraft hat viele Verwendungen, Nachkommen. Indem du beschließt, sie zu teilen und Wunden zu heilen, stärkst du dein Band mit den Sterblichen. Erinnere dich an dieses Band. Mit der Kraft wachsen auch die Gefahren und die Verlockungen. Boom. Noch kraftvoller und noch gefährlicher. Komm gar nicht an sie ran. Gleich tot. Mann. Hey. Lass mich doch sie absaugen, Mensch. Ich hatte sie doch fast voll. Wenn er mich ständig wegkickt, komme ich da nicht dran. Hilfe, Hilfe,
Ich komme da nicht dran, echt nicht. Krass. Das Problem ist, James, ich habe keinen Schleier mit ihr, weil sie Pestbringer ist. Das heißt, ich kann da nicht drange ewig drin stehen. Ich habe auch nicht so viel Ausweichrollen, Mist. So, jetzt hatte ich sie fast, jetzt werde ich ständig nur wieder rausgekickt, weil ich nicht reinkomme. Mann. So funktioniert das nicht. Mann. Was für ein Scheiß. Gut gemacht. Wenn Altdrachen sich leiden, hab ja auch keine Stabi mit ihr. Gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Dann müssen wir handeln. Der verantwortungsbewusste Einsatz von Kräften bedeutet, dass man weiß, wann und wie man sie teilt und wann man sie gar nicht einsetzt. Fahrt jetzt mit der nächsten Prüfung fort. Das heißt, im Endeffekt hat Arwen also versucht, Jormak davon zu überzeugen, mit seiner Magie anders zu haushalten. Interessant. Also sie hat es da schon versucht, ihn dazu zu kriegen, anders zu arbeiten. Interessant. Brandmagie muss eingefangen und gespeichert werden, ehe ihr sie zu eurem Vorteil nutzen könnt. Der Kristall vor euch absorbiert Magie, die von gebrandmarkten Kreaturen freigesetzt wird. Endlich hier. Kämpfen hier. Sonst bisher ein schönes Wochenende gehabt, James? Und seine Diener haben eine gemeinsame Resonanz. Diese Stärke kann auch eine Schwäche sein. Mit der richtigen Resonanz kann man Kristall nicht nur brechen, sondern gestalten, ihm eine Form geben. Also, Arwen, laden wir diese Kristalle auf. Du weißt, was zu tun ist. Ja, Gegner-Till. Du wirst gehorchen.
Ja, ist so blöd, wenn Owen, wenn du alle in der Mitte killst. Teil kannst du formen, mit der richtigen Resonanz. Das ergibt dann Sinn, warum sie dann Prismann ist und formt und abgibt. Ich mag ihre Flammen, die sehen cool aus. Sie macht mehr Schaden als ich. Das heißt, ich bin für die Leute völlig uninteressant. Das richtig? Jetzt seht ihr, wie wir eine Waffe schmiedeten, die in der Lage war, Kralkatoriks Rüstung zu durchdringen. Den Drachenblutspeer. Spürt selbst die Kraft des Drachenblutspeers. Ja, okay, weiter. Ah, der ist schon eine Hausnummer, der Speer. Da. Ja, das dürfte reichen. Nutzt dieses Wissen für den Kampf, der vor euch liegt. Schmiedet Waffen und greift den Feind an. Und nun fahrt fort mit der letzten Prüfung. Ja, wo? Oh. Ach da. Zusammenarbeiten!
Wien find's gerade, Quinn find's gerade toll, dass sie im Insel Stärke gerade hat. Ich denke mal, aber auch glaubt. Ja, das war der Nachteil, durch das wir Balthasar töten mussten. Theoretisch hätten wir wahrscheinlich gegen Kalkatorik mehr Zeit gehabt mit Owen, wenn ein gewisser Schar nicht jemanden befreit hätte wegen seinem fucking Schwert. Eigentlich an der ganzen Scheiße, dass wir so früh agieren mussten, ist Brimstone schuld. Aber da sind wir mit der Thematik, es ist die Welt der Sterblichen. Gut, den haben wir jetzt beim ersten Mal verkackt, den Angriff. Schlimmsten Ängste bezwungen, die wahr geworden waren. Vergesst nicht, arbeitet zusammen, kämpft zusammen und triumphiert zusammen. Nun habe ich für euch beide ein paar Weisheiten. Nachkommen, mein geliebtes Kind. Es gibt im Zusammenhang mit dem Aufstieg Dinge, die nur Drachen verstehen. Champion, tretet vor und erfahrt, wie diese lange Reise begann. Hier muss ich jetzt persönlich sagen, ich hoffe, das wird jetzt nach dem hier, sollen wir ja wieder mit Gorik und Taimi reden. Ich hoffe, hier wird auf das Wissen, was sie hier jetzt erfährt, was gesagt. Weil du merkst ja, dass Owen auf alle Fälle ja als Prismendrache eine gewisse andere Weisheit war, es auch, was sie als Altdrache jetzt anders ist und denkt. Das hat sie ja zu Yormak gut genug ausgesagt. Aber mich würde interessieren, was da erzählt wird. Champion,
teile ich mein wahres Vermächtnis mit. Und Kral Kathorix größtes Geheimnis. Ja. Ach so. Ich muss zum nächsten Dings gehen. Er sah die Möglichkeit einer friedlichen Welt voraus. Einer Welt ohne Zwietracht zwischen Drachen und Sterblichen. Einer Welt ohne ihn. Das hat ihm schreckliche Angst gemacht. Er verlangte, ich solle ihm helfen, zu verhindern, dass es so weit käme. Doch wo er Verdammnis sah ich ein Geschenk an die Welt. Ich glaube an diese Zukunft, an diese zerbrechliche, kraftvolle Hoffnung. Doch was meine Tochter tun muss, wird ihr unmöglich erscheinen. Ihr müsst diese Hoffnung für sie tragen. Und nun verlasst diesen Ort. Ich öffne euch den Weg zur Feste Donnerkopf. Nutzt die Drachenblutschmiede. Bewaffnet eure Verbündeten für die Schlacht ihres Lebens und stellt euch den Kristalldrachen. Es ist ja schon witzig. Wir haben also eine Zukunft, die existiert in den 2 Millionen, die Kristalldrachen durch ihre Verspiegelungen sehen können. Diese Gabe ist ja krass, dass die Kristalldrachen das können. Und sie baute darauf, dass dieses, klar, ne, er ruft ja seine Diener und sagt, so, wir müssen das verhindern, diese Zukunft, die darf nicht existieren. Zu dem Zeitpunkt, wo er sie anfragt, war sie von den vergessenen Göttern und Menschen ja schon umgepolt. Und sagte, jo, man braucht uns nicht dafür. Also sie hat das große Ganze in andere Richtungen gesehen. Deswegen pocht sie also auf eine Million Ausgänge, auf eine, die wir gewinnen. So, wir wären jetzt schon wieder bei Marvel mit Doctor Strange. Detail, ich habe mir 2 Millionen Zukünfte angeguckt. Wie oft haben wir gewonnen? Einmal. Und genau das ist, wir fokussieren auf dieses eine Mal. Darauf fokussieren wir uns. Ja, und deswegen sieht Aween aktuell in ihren Zukünften diesen Sieg nicht, weil sie gegenüber ihm halt zu schwach ist. Ist halt so. So. Ich wusste, ihr würdet beschäftigt sein, aber dass es 2 Tage dauern würde, hätte ich nicht gedacht. 2 Tage? Es hat sich angefühlt wie ein Bruchteil davon. Nebel halt. Du fühlst dich anders an. Ich glaube, wir haben uns beide verändert. Wir haben die Prüfungen bestanden, sind so bereit, wie wir je sein können. Dann lasst uns gehen. Sie warten in der Feste Donnerkopf auf uns. Woher weißt du das? Na gut, vielleicht von Otken vorher, aber ernsthaft. Also, abgesehen. So, jetzt überlegen wir mal Realismusgrad in Spielen. Sie hat ein Feuer gemacht. So. So, wir haben hier also ein paar Steine. Ja, gut. Ja, hat sie vielleicht hier irgendwo herkriegen können, wenn die hier halt lose rumliegen. Okay, nehmen wir mal das. So, aber mal bitte, wo hat sie Holz her? Hat sie etwa Holz mit sich rumgeschleppt? Hat sie dazu das Dreibein, passend noch den Kessel dazu? Dann lassen wir das Feuer jetzt einfach mal hier brennen. Das ist genial. Ja.
Also hier ein Feuer zu machen, um sich Essen zu machen, ohne dass man aus Zufall Holz mitgenommen hat. Ja, okay. Schon klar. Oh, 2 Tage waren wir weg. Ja, das ist so das Universum und Nebel. So, Nebel ist so ein bisschen so das Universum. Man, da vergeht halt die Zeit, ohne es mitzukriegen. Uhu. Yippie. So. Achso. Ach cool, wir sind gleich dann mal hier gelandet, wie sie gesagt hat. Die schon alle hier bereit sind, ne? Gut, wir sind auf der Karte, aber an sich gesehen. Das ist so geil, dass du mit dem Rochen runterspringen kannst, ohne drauf zu gehen. Wir werden sterben. Höre ich da Gesang aus der Schmiede? Den Chor der Seferiten. Er ist ein wichtiger Teil des Schmiedevorgangs. Mein Volk hat diesen Ort gebaut. Doch seit den Tagen Glinz haben sich die Seferiten und die Erhabenen darum gekümmert. Ich hoffe, es funktioniert alles noch. Wir müssen eine ganze Armee mit Drachenblutwaffen ausrüsten. Sprecht mit der Schmiedemeisterin Helena. Sie wird euch am Anfang helfen. Was hat denn Timmy? Timmy, wie fühlt ihr euch? Ihr seht etwas müde aus. Na bitte, ich sag's ja. Ihr müsst euch ausruhen. Sagt es ihr, Kommandeur. Auf mich hört sie ja nie. Es geht ihr gut, danke. Gorik, berichtet ihr dem Kommandeur doch von unserem Fortschritt. Wir verwenden die Daten von dem Ortungsgerät. Wir... Es liefert uns viel mehr, als wir erwartet hatten. Daten von Kralks lebenswichtigen Organen, von der Magie, die er kanalisiert, plus die ganzen Überwachungsdaten. Er hat lila Augen, fällt mir gerade auf. Schweren Schaden zu. Und jedes Mal, wenn wir einen seiner Risse zumachen, nimmt er heftigen Schaden. Ausgezeichnet. Mir noch nie aufgefallen, dass er lila Augen hat. Maximale Schwäche erreicht hat, ehe wir ihm entgegentreten. Es ist uns auch gelungen, einige Dörfer zu räumen, ehe seine Diener durchbrachen. Jedes Mal, wenn ihr die Nachricht verbreitet, rettet ihr 2 Leben. Wir drei. Champion. Darauf haben wir lang gewartet. Schmiedemeisterin, es hieß, ihr könntet uns für den Kampf mit einem Altdrachen ausrüsten. In der Tat, die Drachenblutschmiede ist bereit. Doch zum Abschrecken der Waffen werden wir ein besonderes Öl brauchen, sonst zerbrechen sie. Die Schaufler auf der Eisscholle im Südwesten extrahieren es. Ich habe eure Freunde losgeschickt, um etwas zu besorgen. Aber sie sind noch nicht zurück. Ich schaue mal, ob ich ihnen Beine machen kann. Buhu.
Ach stimmt, scheiße. Ich kann ja mit ihr gar nicht porten. Scheiße, ich war ja hier noch gar nicht. Ich war ja mit Rauke hier die ganze Zeit und hab die Erfolge gemacht. Die Schaufler sind hier das Südmeter. Man fährt durch die ganze Schmiede. Der Speerbericht ist fertig, Kommandeur. Wann immer ihr ihn haben wollt. Die Abtei hat mich hergeschickt, um das Gebiet auszuspähen. Ich habe etwas herausgefunden, falls ihr möchtet. Nee, möchte ich nicht. Willkommen im ehemaligen Zwergengebiet. Oder das, was davon noch übrig ist. Feste Donnerkopf. Eine der größten Zwergenhochburgen, die wir hier hatten. Von den Deldrimors. Hier ist übrigens an der Wand eine Eisenader. Es ist hier an der Wand. Und weiter hier hinten findet ihr nochmal eine Platinader. Wo ganz viel Platin-Dinge sind. Ich frage mich trotzdem weiterhin, ob Auin irgendwann auch mal Diener hat. Also prismatische Diener, abgesehen von den Dienern, die sie ja... Also abgesehen von den Tyrianern, die ihr folgen. Sephiriten, Zwerge und Erhabenen sind ja im Endeffekt auch schon Diener. Klar, die Kristallblüte, ja, aber es sind ja keine Diener in dem Sinn. Es läuft oder es läuft nichts. Haltet mir meine früheren Kameraden vom Leib, während ich alle Bohrer... Gut, dass gerade das Südmeter läuft. Ihr müsst schnell machen. Kommandeur, die Ölbehälter sind mit gebrandmarkten Kristallen versiegelt. Und selbst wenn es nicht so wäre, scheint Varia nur wenig Neigung zum Teilen zu zeigen. Wir haben die Hälfte unserer Leute an den Brand verloren. Unsere Ausrüstung auch. Und jetzt verlangt ihr das bisschen Öl, das uns noch bleibt? Wir wollen doch das gleiche, Varia. Einen Kralkatorik weniger auf der Welt. Ich könnte die gebrandmarkten Kristalle von euren Behältern und eurer Ausrüstung entfernen. Würde euch das etwas großzügiger stimmen? Schon möglich. Die Pumpe ist auch blockiert.
Voll Drachenmagie hier. Way. Ein Drache. Das ist Oreen. Sie ist auf unserer Seite. Danke, Oreen. Aber Kalkatorix Aufmerksamkeit brauchen wir jetzt noch nicht. Könntest du vielleicht wieder unter die Erde gehen und mal für mich nach Timey schauen? Oh ja, unbedingt nach Timey schauen. Nun, Varia, wie sieht's aus? Ihr habt Wort gehalten. Ich werde euch geben, was wir erübrigen können. Wenn eure Freunde unsere Ausrüstung wieder zum Laufen bringen, gibt es mehr. Das ist das Südmeer im Endeffekt. Kommandeur, wenn ihr Öl habt, brauchen wir eine neue Waffenrüstform. Schmiedemeisterin Helena sagt, die alte sei zerbrochen. Sie schlägt vor, dass wir mit den Zwergen sprechen. Roban ist da, aber er ist nur ein Kopf. Daher, hier ist Ogden. Was soll ich? Hallo? Ogden, wir brauchen eine neue Gussform zum Schmieden der Waffen. Irgendwelche Ideen? Da wäre Frodok Stahlstern. Bin ihm nie begegnet, aber der Drachenblutspeer war sein ganzer Stolz. Klingt, als wäre er der richtige Zwerg. Wo kann ich ihn finden? Nun, er ist tot. Das hat euch ja noch nie aufgehalten. Nee, das stimmt eigentlich. Vielleicht findet sich ein Hinweis in seinem Grabmal. Guckt mal nach und macht Notizen für mich. Helfen wir mal kurz hier mit. Bisschen Schaden. Hier ist immer noch schade, dass sie nicht darauf geachtet haben, dass die den den russischen Akzent haben, was die Schaufler eigentlich haben. Die sind ja im Endeffekt stark auf den Kommunismus hier angelegt. Gerade dem Revolution und Genosse und sowas ist ja alles russisch. Schade, dass sie das weggenommen haben. Nach da porten. Also, dass hier nicht drauf geachtet wurde, dass die das machen. Das ist so wieder, wo wir in der Thematik sind. Die deutsche Synchro sehr abgespeckt. Obwohl Grottmar da noch viel heftiger ist, was das angeht. Grottmatal. Mit 50.000 Mal Bohem wiederholt. In sämtlichen Charakteren, die rumlaufen. Da muss ich sagen, müssen sie dringend nachbessern, dass sie da nicht Ressourcen sparen. Es kommt Kacke. Oder mindestens ihren Synchronsprechern sagen, dass sie dann auch die Stimme ein bisschen verändern. Aber hier ist halt schade bei den Schauflern, dass sie nicht dieses Russische haben, so wie die, wie sie in letzter Zeit ganz oft das bei Kodan hatten in den letzten Episoden, dass die Kodan mehr wie Norn klingen und nicht wie Kodan, weil die Kodan haben ja auch so einen gewissen Tonfall. Ich höre dich da drin rummoren. Toten weg vom Anzeig. Verzeihung, wisst ihr, wo ich das Grabmal von Frodak Stahlstern finde? Gefunden. Was wollt ihr? Ich suche nach einer Gussform. Ich muss ein paar Waffen schmieden, um Kalkatorik zu besiegen. Ach ja? Was ist denn aus dem ersten Speer geworden, den wir gemacht hatten, hm? Ah ja, richtig. Ihr habt ihn zerbrochen. Ja, ganz recht. Ich weiß, wer ihr seid. Worte sprechen sich herum. Geister tratschen. Viel kann man ja sonst nicht tun in den Nebeln. Ihr wisst schon. Ihr wisst das. Oh ja. Also, könnt ihr mir helfen? Das könnte ich, wenn ich in den Reich des Verdammtes mal reinkäme. Das hat eine Kupplung, ist ein Wind und vulgiert alles. Ich kann dich hören! Wollt ihr damit sagen, da drin ist noch eine Gussform, die ich mitnehmen kann? Verwettet eure Drachentöterstiefel drauf. Hier, nehmt diese Platte. Ihr braucht sie, reinzukommen. Jetzt gibt's Ärger, Freundchen!
Der Kerl ist ein bisschen drauf. Gut zu wissen. Der ist ein bisschen, ja, ein bisschen crazy. Hi. Darüber muss man übrigens Nord- und Südmeter machen, um dann hier in die jeweiligen Räume zu kommen. Macht gerade noch jemand die Story. Da ist die Kraft. Ich werde schnell. Düdüm. Ja, ich transportiere jetzt so ein riesiges Ding. Gut, ich könnte es meinen Fleischkolben vielleicht tragen lassen. Kein Abschlussgespräch mit ihm? Einfach zur Schmiede zurück, ja? Okay. Also gut. Wir haben Öl und wir haben eine Gussform. Dann seid ihr bereit, die erste Waffe zu schmieden. Bringt die Gussform zu den Abschreckbecken. Gut, dass wir das mit Öl abbrechen. Der Frequenzchor, den ihr hört, wird den Kristall auf der richtigen Frequenz vibrieren lassen. Wenn ihr und die Nachkommen die Kristallresonanz freisetzt, kann das Rohmaterial geschmiedet werden. Letztes Mal haben wir eine Scherbe von Kral Katoriks Körper verwendet. Diesmal werden wir gebrandmarkte Scherben von Drachendienern nehmen. So, jetzt guckt ihr mal, ne? Dieses Riesending haben wir jetzt gerade transportiert auf unserem Rücken. Aureen, du bist dran. Genau wie bei den Prüfungen. Dass man das vor allem mit Öl macht, das Abschrecken. Eine gute Waffe, Lins Schmiede würdig. Freut mich, dass sie euch gefällt. Nun probiert sie an den Gebrandmarkten aus. Ich sorge dafür, dass mehr auf euch warten, wenn ihr wiederkommt. Was dürfen wir einfach Gebrandmarkte? Juhu. Echt, James? Das wird mit Öl abgestreckt? Ich dachte, das macht dann irgendwie mit Wasser. Ich wusste nicht, dass man das mit Öl abschreckt. Wollt ihr wissen, was die Abtei weiß? Weil ist dann schon ein bisschen blöd, wenn das Öl irgendwann weg ist, weißt du, dann kann man nicht mal mehr das abstrecken. Hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte immer, das ist Wasser, was man da benutzt. Wieso benutzt man da Öl? Hat das was da drin, weil sich das drauflegt oder wie? Hm.
Man lernt ja nie aus, ne? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass man Öl dafür benutzt. Okay, Wasser lässt das Metall reißen. Interessant. Okay, es ist nicht das normale Öl. Gut, ein spezielles. Oder hätte ich mir jetzt fast gedacht, dass es ein spezielles ist, aber das ist halt die Sache. Muss ich dafür Öl nach Öl bohren, um das zu kriegen, oder stelle ich das anders her? Leitet die Wärme und Hitze weg. Okay. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also sonst kennt man das mit Abschrecken irgendwie immer gefühlt mit Wasser. Alles, was du abschrecken willst, machst du mit Wasser. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das wirklich mit Öl macht. Kann ich dir nicht beantworten. Ah, okay. Also ich weiß von der Firma Shell, der Chef hat mal gesagt, gerade Öl kann man aus allem herstellen, ist nur eine Frage des Geldes. Er kann also, ich kann auch jetzt Möbel benutzen und daraus Öl pressen. Muss ich das irgendwann mal googeln, was das für ein Öl ist? Aber an sich so, okay, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, wieder was Neues gelernt. Kenn sonst das alles immer halt nur mit Wasser abschrecken. Hat irgendwer Saphira gesehen? Seit unserer Ankunft hier nicht mehr. Sie sagte, sie habe etwas Wichtiges zu tun. Ha, ist gut. Lasst es mich wissen, wenn sie zurück ist. Timmy, seid ihr da? Nein, ihr ruht euch aus. Was ist denn? Gorik, alles in Ordnung? Alles wunderbar. Naja, das sind zwar Geister, die ohne ersichtlichen Grund auftauchen, aber sie sind nicht feindselig. Technisch gesehen ist alles sonderbar. Und wenn du die Zeit gerade hast, wäre cool, wenn du mal nachgucken könntest. Nun, ich habe die neuen Speere ausprobiert. Nicht so kraftvoll wie das Original, aber sie werden reichen, wenn wir genug für alle machen. Ich sehe mal nach der Schmiedemeisterin und wir gehen die Zahlen durch. Wir kümmern uns schon drum. Ah, das mag Timmy gar nicht. Wenn sie mal runterfahren soll. Ich dachte, ich müsste jetzt nur mit Geistern reden, aber gut. Ja, nee, okay, hab nichts verpasst, ist kein Bug oder so. Gut. Kristallblüte. Ah, das war jetzt. Es könnte eventuell sein, dass das jetzt die Entstehung von Aweens Armee ist. Ich habe gerade noch einen Geist gesehen. Allmählich sieht's hier aus wie in Askalon. Wenn die alle hierher kommen, muss auf der anderen Seite etwas gewaltig schieflaufen. Das ist Gwen. Unsere Streitkräfte sind geschlagen. Wir sind am Ende. Kalkatorik ist jetzt im Reich der Verlorenen. Er verschlingt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Die Toten vernichtet oder zerstreut er. Nun, das erklärt all die Geister. Was meint ihr, wie schlimm es steht? Er ist verwundet. Wir haben ihm schweren Schaden zugefügt. Aber jetzt frisst er wieder. Sammelt Kraft. Wenn das so weitergeht. Ja, und damit heilt er sich. Schlimm. Verstehe.
für alles, was ihr getan habt. Den Rest erledigen wir. Da haben wir zum ersten Mal Gwen gesehen. Ihr sagt also, die neuen Waffen seien schwach. Schwächer im Vergleich zum Original. Präzision ist das Wichtigste. Aber wir werden mehr haben. Timies und Gorix Zahlen nach brauchen wir eine Woche, vielleicht zwei, um genug Waffen für alle zu schmieden. Das gibt uns Zeit herauszufinden, wie und wo der Kampf stattfinden soll. Wie sich herausstellt, haben wir diese Zeit aber nicht. Kral Katorik hat Gelins Armee zurückgeschlagen. Jetzt verschlingt er das Reich der Verlorenen. Oh nein, das erklärt den Anstieg unserer Messwerte. Also was machen... Da ist ein Riss. Hier? Unter der Erde? Er wird immer stärker. Alles ist möglich. Der Schwur ist getan. Der Brandsturm breitet sich aus. Ist das normal? Definitiv nicht normal. Er schirmt den Rissflosser ab. Wir müssen ihn aus dem Sturm herauslocken. Zieht euch auf die überlegenen Positionen zurück. Ja, danke James, ich lese das gleich vor. Noch kurz nur ein bisschen kämpfen hier. Los, Auin, brennen sie alle weg. Auin kann Kristalle mit Magie aufladen? Auin steckt voller Überraschungen. Achtung, ich lasse sie jetzt los. Okay. War nicht ganz so. Cool, ein Erfolg abgeschlossen. Aber der Brandsturm ist immer noch da und breitet sich immer noch aus. Aurin hat selbst darüber gebrandmarkt. Oh nein, ich hatte mir deswegen bereits Sorgen gemacht. Weswegen? Dass Aurin, sobald sie kraftvoller wird, typischere Verhaltensmuster ihrer Spezies zeigen könnte. Ihr meint, unser Drache könnte anfangen, sich wie ein Drache zu benehmen? Lasst das, ihr beunruhigt sie. Sie hat versucht, uns zu beschützen. Kaum tut sie etwas Neues, vertraut ihr ihr plötzlich nicht mehr? Sie hat gerade den Boden gebrandmarkt, auf dem wir stehen. Ein Glück, dass sie niemanden getötet hat. Und falls das jemandem entfallen ist, sie ist Kralkatoriks Enkelin. Nun seid endlich mal still. Sie versucht uns etwas mitzuteilen. Ach, schade, dass hier immer der Sound nicht funktioniert. Es ist in Ordnung.
durch mich. Gut, noch ein Drache, der Silvari verderben kann. Kaith? Seid ihr... ihr? Oh, ich bin ich. Wir hatten recht. Sie braucht uns beide. Jetzt ist mir meine Rolle klar. Und das ist mir eine Ehre. Ich dachte, Drachendiener könnten nicht von anderen Drachen verdorben werden. Ist es, weil ihr Ei Mordremos Magie absorbiert hat? Wie... Taimi, es ist alles gut. Sie hat darum gebeten und ich habe angenommen. Es ist keine Verderbnis. Es ist eine Verbindung. Könnten wir jetzt also zu unserem echten Drachenproblem zurückkommen? Tja, wenn er mit jeder Minute stärker wird, brauchen wir auch keine Waffen für eine Woche zu schmieden. Wir müssen ihn sofort angreifen. Aber wie? Und wo? Warum nicht hier? Dieser Resonanzkristall hat seine Diener völlig vernichtet. Könnten wir ihn herlocken und irgendwie hier festnageln? Dann könnten wir die Kristalle auch gegen ihn einsetzen. Obendrein haben wir die neuen Speere. Schleppt ein paar Ballisten hier rein, dann hätten wir eine Blutartillerie. Aber wie kriegen wir ihn hierher? Wenn Orin seine Aufmerksamkeit erregt, wird er nicht widerstehen können. Sie ist eine Bedrohung. Er will ihren Tod. Das wäre der Köder. Aber festnageln müssten wir ihn trotzdem. Und eine Handvoll Diener ist nicht dasselbe wie ein Altdrache. Theoretisch könnte man die Intensität dieser Kristalle bündeln und verstärken. Ja, das ist die Funktionsweise von Schaufler-Waffen. Ich wette, wir könnten ihre Technologie der Schallverstärkung nutzen und dasselbe erreichen. Kommandeur, wenn ihr die Schaufler dazu bekommt, euch zu verraten, wie sie die Kraft verstärken, bin ich sicher, dass Gorik und ich das irgendwie hinkriegen. Ist gut. Bereitet eure Leute vor. Wir haben eine Falle aufzustellen. So, also Case ist im Endeffekt jetzt gerade die Stimme geworden von Aween. Sie ist im Endeffekt ein neuer Diener, ne? Also sie hat jetzt resonanzmäßig sie sich mit ihr verschmolzen. Das ist im Gegensatz zu uns, der ja Champion ist, wir haben nur eine mentale Verbindung. Das, was Case ist, ist schon mehr Richtung das, ja, wie man es ausdrückt, das Gebranntmarkt. Also sie ist schon mehr ein Drachendiener damit. So, das lassen wir jetzt alles so stehen. Da bin ich ja wieder gemein. Soll jeder selbst wissen. Selbst erfahren. So, jetzt gucke ich mir das von James an. So, Wasser leitet die Wärme schneller ab als Öl. Zudem fördert es die Korrosion. Bereits wenige Minuten nach dem Härten kann der Rost sichtbar werden, wenn dem nicht vorgebeugt wird. Öl fühlt die Wärme langsamer, aber auch gleichmäßiger ab. Die erreichbare Härte ist nicht ganz so hoch wie unter der Verwendung von Wasser, aber dafür ist das Material anschließend und auch deutlich weniger spröde. Okay, gut, daher kenne ich das mit dem Wasser. Also das Wasser hast du früher gemacht im Endeffekt, bis du das mit dem Öl festgestellt hast. Gut. Nicht so effektiv, aber die Wirkung danach ist nicht gegeben. Das heißt, Wasser geht zwar schneller und ist effektiver, aber führt halt eher zu Schäden als das Öl, was es halt langsamer macht und dadurch Langzeitschäden verhindert. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Das heißt, hier kann ich abwägen, was in dem Fall ist Öl die bessere Variante, auch wenn es nicht so gut ist, aber halt ich habe Langzeitschäden nicht. Somit muss ich bei Wasser halt Langzeitschäden, also Schäden in Kauf nehmen, die ich dann zusätzlich noch behandeln muss. Okay. Gut zu wissen. So.
Neuer Plan. Wir locken Kralkatorik hierher. Hier nageln wir ihn fest und verpassen ihm alles, was wir haben. Hier? Aber dabei könnte die Schmiede zerstört werden. Glint selbst hat in diesen Hallen Waffen geschmiedet. Ich weiß. Aber Taimi glaubt, die Technologie der Schaufler könnte die Resonanzwirkung eurer Kristalle verstärken. Vielleicht sogar Kralkatorik vernichten. Und wenn wir Erfolg haben, dann aufgrund der Arbeit, die hier getan wurde. Wenn nicht... Das ist ein gutes Argument. Ich werde mit eurer Freundin über ihre Idee sprechen. Tadam. Zack, den Kaufmann. Jetzt wandern wir zu den Schaufeln zurück. Wir haben uns ja glücklicherweise das ja geholt. Bei Waffen ist Öl effizienter, da die Waffen somit auch nicht brechen können, wie es mit Wasser gemacht wird. Ja, okay. Das ist natürlich wirklich was, ja, was Interessantes und Wichtiges. Kann ich sogar beim Lab benutzen, diese Erkenntnis. Dafür muss man halt aber Öl halt kennen. Ich mache ja Live-Action-Rollenspiel auf Mittelalter-Fantasy. Das ist natürlich schmiedemäßig eine gute Info bei sowas. Planänderung, Varia. Wir werden Kralkatorik in die Schmiede locken und ihn erledigen. In die Schmiede? Kommandeur, ich habe gesagt, ich helfe euch. Und das war ernst gemeint. Aber ich... Das ist übrigens Rocks Stimme. Ich kann von meinen Leuten nicht verlangen, dass sie bei so etwas mitmachen. Ich verstehe. Ihr habt schon genug gelitten. Aber habt ihr eine Idee, wie wir Schallresonanz bündeln könnten? Sagen wir... Gegen einen Altdrachen? Ich denke, das besorgen die Reflektoren auf unseren Panzern. Aber ich habe niemanden, der euch erklären könnte, wie. Wir haben unsere Techniker an die Gebrandmarkten verloren. Unsere Panzer auch. Sie sind über die ganze Eisscholle verteilt. Kommandeur, beschafft mir ein paar Proben, damit ich sie analysieren kann. Sicher sind sie leicht beschädigt, aber 3 Stück sollten reichen. Ihr nehmt besser etwas Öl mit. Es ist hochentzündlich und könnte beim Zerlegen der Panzer nützlich sein. Danke, Varia. Bringt eure Leute in Sicherheit, wenn der Drache kommt. Passt auf sie auf. Yay. Ja, dank leider durch Corona konnte ich bisher Slab nicht weiter momentan machen, weil, ne, Veranstaltungen alle abgeblasen. Gerade die große, wo ich ja immer bin. Ich bin ja auf dem Conquest of Mythodea von Life Adventure. Okay, kriege ich jetzt... Achso, wollte ich gerade sagen, kriege ich das nicht zurück? So, von wo aus soll ich das jetzt machen? Eine Flammendüse aus... Ah. Das ist aus Glutbucht geklaut. Denn so? Großartig! Alle sind am Vorbereiten und Oreen hilft, Drachenblutwaffen herzustellen, schneller als ich es je für möglich gehalten hätte. Fantastisch! Also, hört mal, ich brauche euch als Auge am Himmel.
Also bezieht ihr irgendwo schön hoch oben über dem Kampfgeschehen Posten. Ist das klar? Ewige Alchemie, nicht ihr auch noch. Versucht ja nicht, mich aus diesem Kampf rauszuhalten. Ich bin nicht hilflos. Ich weiß, das sage ich ja gar nicht. Ich brauche jemanden, der mir Kralk aus der Vogelperspektive schildert, wenn er kommt. Das ist wichtig. Wenn ihr meint... Ich wollte gerade sagen, ist das Fass leer oder was? Na toll. Es hat jetzt voll funktioniert, weil das Fass nicht wollte. Warum will ich ja immer am Ende das Fass dann nicht mehr? Was soll denn das? Ich habe das Gefühl, das Spiel verarscht mich. Mir wird keine Munitionsangabe angezeigt. Mann, warum ist denn das jetzt hier so? Wieso reichen die Ölfässer nicht? Weil, was ist denn das für ein Kackbug jetzt hier? Greife ich nicht. Ja, durch das der nicht legt? Was ist denn das für ein Scheiß? Durch das der nicht legt, funktioniert's nicht. Weil dann ist die Zeit rum. Halt's nicht. So, und zack, sind die ganzen Dinger wieder weg. Geil. Versucht das jetzt auszutricksen. Vielleicht funktioniert's ja. Jo, also das hätte funktioniert, wenn er jetzt noch den Panzer gesprengt hätte.
Was für ein Scheiß. Warum er das um die Ecke nicht macht. Lol. Kommandeur, ich habe einen Vorschlag, wie wir... wie habt ihr das ausgedrückt? Den Drachen festnageln. Bin ganz Ohr. Hinter dieser Einrichtung befindet sich doch eine Bergkette, ja? Wie wäre es, wenn ich Sprengladungen setzte und diese Berge auf Kralkatorik herabkrachen ließe? Das ist genial. Stellt ein paar Leute zusammen. Saida kann euch hochbringen. Perfekt. Ihr werdet von mir hören. Ja. Ging jetzt schnell. Seid ihr da, Kommandeur? Sprecht nur, Saida. Euer stacheliger Freund hat eure Bitte weitergeleitet und ihr kennt mich ja. Eine Chance, einen Berg in die Luft zu jagen, lasse ich mir nie entgehen. Karnach trommelt Freiwillige zusammen. Aber hier an den Docks haben wir ein Problem. Kralkatorik Brandsturm hat das andere Luftschiff vom Himmel geholt. Das mit Karnachs Detonatoren. Wie ungünstig. Ich gehe diese Reflektoren abladen und komme dann direkt hin. Wollt ihr wissen, was ich gesehen habe, seit ich hier bin? Nein, will ich nicht sehen. Kommandeur, ist euch heute kühn zumute? Ich habe hier ein paar... Wir bringen sie zur Schmiedemeisterin, Materialien. Ich könnte ein ruhiges Händchen brauchen. Na, okay, da habe ich die Wegmarke jetzt nicht. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass Yomak wahrscheinlich dieses Gleichgewichtsthematik immer noch verfolgt hat, während sein Zwilling halt da keinen Bock drauf hatte. Und halt Yomak dann halt auch immer mehr Macht aufgebaut hat, um gegen Primordus Zerstörungswillen anzupacken. Defekt. Ne? Wir haben beide die gleichen Ansichten, aber unterschiedliche Wege, Owen und er und das, ja. Dass dann so ein Punkt der war halt nicht wo sich das halt dann gebissen hat im Endeffekt. Deswegen er dann auf das Gleichgewicht, der dann sauer war, wo er sagte, wir sind in dieses Gleichgewicht gebunden und gezwungen und ich muss mich mit meinem Bruder streiten und schlagen wegen diesem scheiß Gleichgewicht. Karnachs Detonatoren sind noch an Bord. Meine Korsaren sind nervös wegen all der Gebrandmarkten. Das nehme ich ihnen nicht mal übel. Ich kümmere mich darum. Immer wir.
gucken, wo ich hier rauskomme. Ah, hier könnte funktionieren. Wuhu! Euer Freund schuldet euch was. Ich hoffe, seine verrückte Idee funktioniert. Das wird sie. Macht euch keine Sorgen um uns. Schickt einfach seine Leute hin und haltet euch dann fern. Ich soll mir eine Breitseite auf einen Altdrachen entgehen lassen? Wir laden unsere Kanonen mit gebrandmarkten Kristallen. Die Flotte wird ihn mit einer Ladung Sperrfeuer empfangen, wenn er kommt. Wir klopfen ihn schon weich, Kommandeur. Haltet ihr euch einfach bereit für den großen Mistkerl. Ich gehe jetzt zurück. Boah, so voll. Ich gehe jetzt zurück. So voll, voll stumpf und... Ja, ich gehe ja schon. Huhu. Ein Einsatz noch. Haha, dann hat mir das Südmeter sogar vorhin geholfen. Hihi. Eure asurischen Freunde haben die Schüsseln untersucht, die ihr von den Schaufeln habt. Geht ihr? Geht's gut? Ich werde die Kristalle ihren Anweisungen entsprechend modifizieren. Es ist ein faszinierendes Konzept und ein gewagter Plan. Mal sehen, ob es klappt. Wie so oft ich so gerne sage, wir werden alle sterben. Wie zu 90% immer. Ja, hallo? Ich wollte gerade sagen, meine Tastatur geht nicht, wäre jetzt ungünstig. Leute den Sprengstoff gelegt und sind bereit? Fehlt nur noch der letzte Feinschliff. Schön, wenn ihr es so positiv seht, aber werdet langsam fertig, bitte. Willkommen. Hauptmann Thackeray und die anderen warten gleich hinter der Kantine auf euch. Hört mich an, Cormier. Ich wende mich mit aufrichtigem Herzen an euch. Meine Absicht ist klar. Führt mir den Arm, auf dass er tief und genau zuschlage. Führt mir den Schild, auf das er jeden Verbündeten an meiner Seite beschütze. Oh, Cormier, stärkt meinen Mut. Führt mich meinem Ende zu. Doch lasst mich leuchten in eurem ruhmreichen Licht. Vergesst nicht euch vor dem Abmarsch in der Kante. Seht, Leben nach dem Tod. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht für die Truppen. Kostprobe gefällig? Nee, ich hole mir keine Buffs. Das ist nämlich ein Erfolg. Obwohl, den habe ich beim letzten Mal abgeschlossen. Ich habe ihn ja schon die Woche gespielt. Als Unterstützungshilfe. Wuhu. In Ordnung. Dank der Kanonen der Flotte und Kanach, der einen Berg auf ihn fallen lässt, sollte Kralk schon verletzt sein, wenn er auftaucht. Aureen wird ihn beschäftigt halten, während ich von hier aus die Resonanzkristalle auslöse. Das sollte ihn betäuben und mir Zeit verschaffen, um zum zweiten Kristall zu kommen. Und dann kriegt er die zweite Ladung. Grahams Team hält den dritten, bis ich hinkomme, und wir geben ihm den Rest. Ist gut. Ich glaube, wir wären dann soweit. Ja, und unser Plan ist, dass hier einfach Waffen rumliegen. Cool, ne? Her, Leute. Wir alle hätten zu gerne mehr Zeit, uns auf das hier vorzubereiten. Den Luxus haben wir aber nicht. Aber ehrlich gesagt, brauchen wir das auch nicht. Kralkatorik scheint unbesiegbar, aber er selbst hatte eine Vision, eine Prophezeiung von einer Welt ohne ihn. Wir haben alles, was wir brauchen. Er ist verwundet, halb von Sinnen. Wir werden ihn genau dahin locken, wo wir ihn haben wollen. Und dann machen wir seine Vision zur Realität. Glint hat an uns geglaubt. Ich glaube an euch.
Gemeinsam werden wir die Welt retten und den Kristalldrachen töten. Auf eure Posten! Hua! Oder so, wie es die Soldaten machen in Amerika. Kristalle mit der Schaufler-Technologie modifiziert. Sie sind bereit. Ohne eure Hilfe wäre all das nicht möglich. Das werden wir nicht vergessen. War mir eine Ehre. Keith und Oreen erwarten euch im Auditorium. Dö. Hier können wir uns auch noch Buffs holen. Ich kann an nichts anderes denken, als dass ich vor dem Morgen... Wahrscheinlich muss ich eins von den anderen Effekten mitnehmen. Ich schaffe das nicht. Morgen könnte ein Doljak auf euch fallen. Aber das brächt eure Familie nicht weiter. Im Kampf zu sterben hingegen vielleicht schon. Ihr könntet lange leben und ein alter Mann werden. Aber wenn der Preis das Leben eurer kleinen Schwester wäre, würdet ihr ihn bezahlen? Nein, ihr habt recht. Ich werde es schaffen. Okay, interessante Philosophie. Da ich den Bonus ja schon habe, hole ich mir doch noch einen Bonus. Aha, okay. Wir wollen ja alle Erfolge haben. Drachenblutspeere mitnehmen. Wie geht es ihr? Sie hat Angst, aber sie ist bereit, sich in die Nebel zu begeben, um Kalkatorik herzulocken. Ich weiß, aber du vertraust uns doch, nicht wahr? Es hängt sehr viel davon ab. Es ist eine schwere Last. Aber du und ich, wir tragen sie gemeinsam. Nachkommen und Champion, richtig? In Ordnung, Aureen. Es ist Zeit. Hat aber auch ein Kreuz, ja, vorne. Das kommt mir bekannt vor. Wir haben einen gewaltigen Sturm hier draußen. Fing gerade an, aus dem Nichts. Saida, hört ihr? Kommandeur? Oh, er ist hier, in diesem Augenblick. Alle Schiffe, feuern! Feuern! Kommandeur, nimmst du noch etwas gefunden? Wow. Kommt vor allem gar nicht so mit seinem Kopf gerade wieder raus, ne? Durch die Spitzen. Oh, kam der über eine Reling nicht drüber hier? Wie beim letzten Mal. Ich kanalisiere ihre Friss das, du lila kristallenes Vieh. Au. Oreen sagt, es funktioniert.
Kommandeur, kommt her! Orin sagt, sie könne die Leylinien benutzen, um euch hinüberzuhelfen. Okay, jetzt hat sie ihn gefestigt. Ja. Ich habe kurze Beine, ich bin ein Asura. Wow. Bin ja mal gespannt, ob die bei Kanta auch wieder vorkommt. Er ist schon fucking riesig, ja? Meine Diener haben momentan nur nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit die Leute hier in der Mitte abzugreifen. Kriege ich den Kristall nicht aufgeladen? Brandmarkter Gin, nein.
Muss ja gucken, welche Treppe das ist, um da hochzukommen. Hä? Warum war ich jetzt gestorben? Boom. Bin unterwegs zum letzten Kristall. Haltet die Gebrandmarken fern davon. Lasst euch nur so viel Zeit, wie ihr braucht. Ernsthaft? Yunduwurm, Massentacking. Ja, Kalkatorik ist nicht blöd, ne? Seht, Leben nach dem Tod. Schlimm, dieser Irrgarten, die Schiffswerke mal bauen. Die stehen hier geschillt rum. Jetzt sind sie eingeschlossen. Bringt nichts. Wir sitzen in der Falle. Wow. Haltet unsere gebrandmarkten Genossen davon ab, anderen Weg zu tun. Varia, ich dachte, euch seien gerade
So, was beim ersten Mal natürlich damals nicht wusste, ist, dass man dann hier hoch konnte. Durch ein Loch. Wird aber auch Zeit, Kommandeur. Verpassen wir diesem Drachen ein letztes Ding. Auf jeden Fall. Zustand bessert sich. Wir haben bei Kalkatorik gerade eine Welle von Kreitons Energie bemerkt. Wahrscheinlich. Jetzt geht das schon wieder los. Wisst ihr noch, als Feinde tot blieben, wenn ihr sie getötet hattet? Das war noch Zeit. Nutzen wir doch mal die Magie, die wir sonst haben. Die wir von den anderen Drachen geklaut haben. Jetzt endlich mal diesen Dicken da tot? Danke. Der Schwur ist getan. Er steht hier genüsslich rum. Fehlende Ausdauer. Die hier auch so. Mein Inquisitor-Golem geklaut. Warning, warning, warning.
Dann pusten wir jetzt mal Kalkatorik aus den Geschichtsbüchern. Stirb! Das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Oh. Aufmerksamkeit hätten wir. Hinter mich. Ich kann uns abschirmen. Oh. Okay. Oh, Zaitan. Mordromov. Balthasar. Oh, fuck. Boom. Das war knapp. Ich werde Braham helfen. Jetzt seid ihr dran, Kommandeur. Bringt die Sache zu Ende. Wow. Das hat nicht, war nicht ganz planbar. Aber immerhin, wir gingen ihn ganz schön auf den Sack. So gemein, Alter. Wir greifen sein Auge an, ey. Machen ihn blind. Jetzt bin ich gerade gefesselt. Ja, hat ja gerade mit allen Magien nochmal gezogen, ne? Lass mich doch dahin, ich hab doch keine Stabi. Ach nee. Friss das. Weil wir jetzt versuchen, ihn über sein Auge zu töten. Es ist so, gut, da ist irgendwo sein Gehirn, ja? So ist ja nicht. Ist trotzdem ein bisschen witzig. Mal mit dem Schaden funktioniert eben. Die ganze Zeit haben wir nicht den Großschaden auf ihn gemacht. Ah!
Oh, jetzt dein Auge kaputt. Au. Ui. Da ist jemand sauer. Hi. Oh. Scheiße. Scheiße. Boom. Oh, sein Auge ist schon mal kaputt. Oh, ein bisschen gebrandmarkt, die Höhle. Oh, mein Golem steht noch. Das hat uns ganz schön weit weggekickt. Ich sehe ein wenig kaputt aus. Also so wie ich mich halte, also abgesehen davon, dass scheinbar mein Fuß nicht richtig funktioniert, könnte sein, dass ich einen gebrochenen Arm habe. Übelst weit weggekickt. Au. Ich verstehe nicht. Es gab eine Vision. Versprechen, dass wir gewinnen würden. Gruselmoment. Oh, ihr Geister, wir dachten schon. Wo ist sie? Clay, sie klingt trauriger jedenfalls als der menschliche Charakter. Der menschliche Charakter, der klingt ziemlich böse, wenn er das fragt, wo ist sie? Nein, 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 Aurin! Nein! Okay, eure Blumen. Game over. Ein zweiter Moment, wo ein Game over stilvoll gewesen wäre. Ja. Ein wichtiger Punkt, sie ist nicht gebrandmarkt, sondern sie ist mit den Kristallen gekillt. Nicht gefressen worden, gar nichts. Sie ist einfach nur gekillt.
Das war Alles oder Nichts mit dem Cliffhanger Arween ist tot. Die einzige Hoffnung für die Welt, die Drachen loszuwerden, ist in dieser Episode aktuell gescheitert. Nun befinden wir uns wie üblich am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen nach oben wie immer wunderprächtig. Wenn euch andere Videos oder weitere Videos hier auf dem Kanal interessieren, dann abonniert ihn. Und wenn ihr wollt, dass euer Handy vibriert, bis es keinen Bock mehr hat, dann müsst ihr das Bimmelglöckchen aktivieren. Besucht uns auch auf unseren Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und Twitch. Alles wie üblich hier unten in der Info verlinkt. Sollten wir uns hier nicht mehr sehen, sehen wir uns bestimmt woanders, vielleicht in Thüringen oder so. Bis dahin, macht's gut, bis bald, wir sehen uns.